Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier im Studio der Daniel, der nicht Danny genannt werden will. Und der Sascha, der nicht Sascha genannt werden will. Andersrum, egal. Ja. Und wir reden heute über den 16. August. Und am 16. August haben wir auch ein prominentes Geburtstagskind. Und das ist in dem Fall John Friedman. John Friedman, denkt man, wer ist das? 16. August 1971 hat einen Künstlernamen. Das ist eine von den beiden, Erkan und Stefan. Weißt du, welcher es ist? Ich glaube, es ist Stefan, weil der andere hieß irgendwie Maria Mosler. Also der vorne hier, oder was? Der, ja. Der blau. Der. Ja, okay. Ja, der hat heute Geburtstag. Ich sage Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. 50% Trefferquote, von daher kann es gut sein. Ja, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Ja, Erkan und Stefan. Kennst du den Film von denen? Kenne ich, aber war jetzt nicht. Nee, so, obwohl es ja eigentlich ein Bulli-Film war. Das hat der Bulli Herbeck, glaube ich, Regie geführt bei denen. Ja. Ja, aber kann man. Ja, die waren mal eine Zeit lang. Kann man schon mal gucken, aber. Ja. Ja, aber sieht man heute gar nicht mehr, ne? Also ich habe die schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Vor allem zusammen nicht, ne? Okay. Ja, am 16. August 2004 hat Michael Ballack, und das war ja ein Riesending damals, Michael Ballack Oliver Kahn als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft abgelöst. Ja, fällt mir nur eins ein dazu. Das war ja, was hast du? Da fällt mir nur eins ein dazu. Was denn? Eier, wir brauchen Eier. Ja, das hat der Oli Kahn immer gesagt. Was hat der Michael Ballack gesagt? Ja, hab ich. Ja, hab ich. Immer so ein bisschen rumgeeiert, ja, genau. Ja, aber Michael Ballack, super Fußballer, hat aber leider irgendwie nie was gewonnen, ne? Mit Bayern mal deutsche Meisterschaft und sowas, ja. Aber das ist ja auch leicht. Wenn ich bei Bayern spiele, bin ich auch eine deutsche Meisterschaft. Meister der Herzen, okay. Ja, und der mit Leverkusen zum Beispiel hat er ja in der einen Saison hat er ja dreimal zweite Champions League, DFB-Pokal und Meisterschaft, zweiter Platz. Ja, und dann ist er zu Bayern gegangen. Tja, und er hat es dann halt mit der Meisterschaft, ich weiß gar nicht, ob er was anderes noch gewonnen hat, aber ist ja wurscht. Ja. Am 16. August war auch noch, was sagst du? Ja, und zwar ist das der Gedenktag der Vereinigten Staaten. Und zwar gedenken die hier dem Bennington Battle von 1777. So, und jetzt mach mal eine Preisfrage. Pass mal auf. Wenn einer hier in die Kommentare reinschreiben kann, der Erste, der es reinschreiben kann und richtig reinschreibt, was denn das überhaupt damit auf sich hat, mit diesem Bennington Battle Day, der erhält dieses Buch. Ficken fürs Volk, dem schicke ich das zu, ja. Das heißt also, hier in die Kommentare reinschreiben. Hast du das nicht geschrieben? Ja, stimmt. Das ist ja ein Ding. Ja. Ist ja deswegen habe ich es auch einfach so da. Ne? Ja, dem schenke ich dieses Buch. Der kann es dann haben. Ja. Handsigniert. Handsigniert, ja, komm. Nee, ich lasse es immer automatisch machen von so einem, Computer. Genau. Ja, handsigniert, genau. Okay. Am 16. August 2004, am gleichen Tag als Michael Ballack Oliver Kahn abgelöst hat als Kapitän, ist auch etwas passiert. Da hat die Raumsonde Cassini-Huygens, so heißt sie, ja, hat zwei Saturnmonde entdeckt. Die waren bis dahin noch gar nicht bekannt. Das ist der Knaller. Man denkt irgendwie so, ja, bei uns hier in unserem Sonnensystem, da kennen wir alles, da haben wir schon alles irgendwie erforscht. Gar nichts. Das ist erst 2004 entdeckt worden, die Saturnmonde. Ob das alles so stimmt? Meinst du, das ist irgendwie so ein Fake? Ach, ich weiß auch nicht. Ich vertraue der NASA nicht. Ne? Nee, ach. Echt nicht? Die waren doch auf dem Mond. Ja. Sagen sie. Wer es glaubt. Ja, ja, genau. Also, die Bilder waren ja ganz schön. Ja. Ja, ja. Aus dem Studio. Ist ein anderes Thema, genau. Das ist so ein Bierthema. Also, da muss man am Stammtisch muss man das erklären. Muss sagen, hier so. Das wird schon was dran sein. Was ja, sonst. Irgendwas wird bestimmt dran sein. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist der 17. August. Ich sag bis dahin, Cheerio, bis so viel. Wir trinken jetzt einen.